Es ist ein Jahr voller Schwangerschaften für die Familie Kardashian. Oder besser gesagt, voller Schwangerschaftsgerüchte. Erst bestätigte Kim, eine Leihmutter erwarte ihr Kind. Nun bewahrheitet sich die nächste Klatschgeschichte. Der Kardashian-Jenner-Clan wächst weiter. Seit Monaten gab es bereits Gerüchte, nun hat Reality-Star Khalod Nonge Kardashian in einem emotionalen Post auf Instagram bestätigt, dass sie schwanger ist. Mein größter Traum wurde wahr. Wir bekommen ein Baby, schreibt sie neben einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie und ihr Freund, der kanadische Basketballspieler Tristan Thompson, ihre Hände um ihren nackten Babybauch schlingen. Auf Instagram erklärt Kardashian, dass sie sich schon lange ein Baby gewünscht und darauf gewartet habe, doch Gott habe einen Plan gehabt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass unsere Liebe ein Leben geschaffen hat, so die 33-Jährige. Dann bedankt sie sich ausführlich beim 26-jährigen Thompson für seine Liebe. Danke, dass du mich wie eine Königin behandelst. Tristan, am meisten danke ich dir, dass du mich zu einer Mama machst. Sie werde nie vergessen, wie wundervoll er sich in dieser Zeit um sie gekümmert habe. Danke, dass du mich so glücklich machst. Ihre eigenen Gefühle fasst sie ebenfalls zusammen. Sie sei dankbar, aufgeregt, nervös, ungeduldig, überglücklich und verängstigt in einem. Sie habe sich nie besser gefühlt in ihrem Leben. Außerdem erklärt Khalod Nonge Kardashian, warum sie und ihr Freund die Schwangerschaft erst jetzt bekannt gaben. Sie wollten die ersten kostbaren Momente so lange wie möglich nur mit ihren Familien und engsten Freunden genießen. Auf Twitter gestand Kardashian zudem, dass sie richtig nervös gewesen sei, die Ankündigung zu veröffentlichen, doch sie sei überwältigt von der Reaktion ihrer Fans. Ich kann es immer noch nicht glauben, twitterte sie wenige Stunden später gemeinsam mit einem Emoticon, das eine schwangere Frau darstellt, und einem Herz. Khalod Nonge Kardashian und Tristan Thompson sollen seit September 2016 ein Paar sein. Kardashian war von 2009 bis 2016 mit Basketballer LeMar Odom verheiratet. Getrennt hatten sie sich bereits 2013. Für Khalod Nonge ist es das erste Kind. Thompson hat aus einer früheren Beziehung einen einjährigen Sohn. Der Basketballspieler steht beim NBA-Club Cleveland Cavaliers unter Vertrag. Quelle: n-tv.de